Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Foundation. Jetzt Folge 51, richtig nice. Und falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte, ich habe meinen Namen abgeändert. Ich heiße jetzt nicht mehr Credentless, sondern Cryly. Ich habe in den meisten Fällen sowieso noch diese Abkürzung sozusagen von Credentless genommen. Credentless hat bei vielen auch zu Verwirrung gesorgt. So, ja, wieso zahnlos schreien? So, ja, man sollte es eigentlich nicht übersetzen. Weil einfach, das war einfach irgendwelche englischen Wörter aneinandergereiht, die ich früher mal, wo ich früher dachte, das klang ganz cool, auf der Suche nach Benutzernamen. So, Cryly habe ich jetzt aber einfach öfter verwendet, deswegen jetzt Cryly. Es bleibt sonst alles dasselbe, es hat sich nur einfach der Name geändert, weil ich es irgendwie doch ein bisschen passender fand, und geläufiger auch einfach. Also nicht wundern, der Name hat sich geändert, der Inhalt bleibt derselbe, außer es kommen neue Projekte hinzu, aber es ändert sich jetzt nichts an der Spielweise oder an den von mir ausgewählten Spielen oder sonst was. Also, wie gesagt, nur eine Namensänderung und das war's. Gut, genug gelabert. Ich lasse das hier ein bisschen schneller laufen. Oh, kein neuer. Egal. Nicht so schlimm. Es gibt Schlimmeres. Gut, ich bin gespannt. Ist die schon fertig? Die ist fertig, ne? Die ist fertig? Wieso sagt mir das denn niemand, dass die fertig ist? Gebäudeteile. Hallo? Geil. So. Wir brauchen auf jeden Fall. Ich würde die kleineren Dinger. Ah, hier, guck mal, das ist nur eine Größe von 2. Da kommt eine Bedientheke hin. Und ja, hier brauchen wir noch einen Koch. Das kriegen wir auch hin. Genau, eine Bedientheke haben wir schon. Die, ja, müssen wir eine von den 14er Räumen auch als Bedientheke nehmen. Und die anderen werden zu Gasträumen. Genau, dann habe ich da alles. Bedientheke, hier kommt einmal Wein. Freien Dorfbewohner, haben wir keinen, okay. Und einmal Bier. Bier. Doch, hat mal einen. Super, okay. Können wir hier noch einen hin? Ja, geil. Gut, also wir haben Gastraum, wir haben Platz für 30 Leute. Schon mal nicht schlecht. Bedientheken, genau. So, mal allgemein gucken. Genau, Besucherzahl 30. Ja, die beiden bedienen, also die beiden Hallen, Gasträume sozusagen, geben die Besucheranzahl an. 30 ist in Ordnung. Bedientheken, ja, sonst können wir auch irgendwann nochmal was Kleines ergänzen, wo auch nur so ein Platz von 2 ist oder so. Dann hätten wir halt nochmal 14 Leute mehr. Aber ich würde es erstmal so lassen. Gut, ich wollte jetzt nämlich nichts verpassen, während ich das da einrichte, aber hätte mir noch einer sagen können, dass die komplett fertig ist. Das habe ich irgendwie verpeilt. Egal. Dann sollte das jetzt aber gehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das sollte. Ein Mönch nähert sich. Ja, irgendjemand steckt wieder irgendwo fest. Das ist. Stimmt eh nicht, dass der feststeckt. Von daher ist mir so egal. Gut. So, wir müssen jetzt gucken. Hier, dass das fertig wird. Ich habe das schon priorisiert. Genau, es fehlen nur noch die Bretter. Die haben wir auf jeden Fall auf Lager. Die müssen jetzt nur hierher gebracht werden. Das sollten wir wohl hinbekommen heute. Ich bin da guter Dinge. Ah, hier, wir können den jetzt mal. Hallo, na du? Ich guck mal hier. Na, wie geht's? Alles klar? Alles fit? Ja, super. Ah, freut mich. Ah, das Klärchen. Ja, das, ich habe da mal ganz kurz einen Screenshot von gemacht. Ist einfach irgendwie cooles Bild. Ein Mönch bittet um Audienz. Was willst denn du?
Werkzeuge, wie viel haben wir denn? 29, 10 möchte haben. Ja, lustig. Bei einem Ausfall. Ach so, ich verliere nur die Punkte. Okay, ich habe mich gerade verguckt. Ich dachte jetzt, bei einem Ausfall verliere ich auch 10 Werkzeuge. Das wäre total bescheuert gewesen. Eigentlich braucht man diese Aufgaben halt echt nicht mehr so wirklich, ne? Also Mönchsstatue. Da brauche ich aber nur 3 Punkte. Und wir haben 32. Ach, hier, mal den Handelsbonus können wir schon wiederholen. Ja, gut, dann sage ich, ich helfe mal dem Klerus, ne? Ja, passt schon. So, hoppala. So, kann ich erledigen. Wunderbar. Haben wir das gleich erledigt? Fertig. So. Ah ja, der Markt hier ist genau. Wir haben unsere Märkte ja erweitert. Luxusgüter. Wir könnten hier Honig verkaufen. Marktarbeiter. Und noch einen normalen Lebensmittelstand. Da können wir. Was wollen wir denn verkaufen? Was haben wir denn hier schon? Wir könnten Wildschwein verkaufen. Glaube ich. Gucken wir mal. Oh ne, Wildschwein habe ich nicht. Okay, wir verkaufen kein Wildschwein. Wir verkaufen Brot. Ne, Brot haben wir. Haben wir Brot schon? Ne, Fisch, Kleidung. Ne, wir verkaufen Brot noch. So. Genau. Alles klar, wird ihn erweitert. Gespannt, wann wir die anderen fertig bekommen. Wir hier auch die Jäger zugewiesen. Ja, sieht so aus. Könnten die Arbeitsplatzliste noch mal auskundschaften? Na, ja, die Träger sind nicht. Also sind schon wichtig, die Träger, aber nicht so wichtig wie die anderen Berufe. Aber von hier aus sieht es so ein bisschen aus wie kleine Ameisen. Finde ich auch cool. Gut. Wenn diese Folge raus ist, die kommt ja mal mittwochs, solltet ihr das noch nicht gesehen haben, ich habe ein neues Projekt gestartet. Also jetzt zu der Aufnahme noch nicht, aber zur Veröffentlichung dieses Videos ist ein neues Projekt gestartet. Die Folgen kommen immer montags, ebenfalls 18:30 Uhr. Und da habe ich angefangen, Ostrov zu spielen. Auch ein sehr schönes Aufbausimulationsspiel. Schaut da auf jeden Fall rein. Das ist ziemlich nice. Also wenn euch Foundation so gefällt, so mittelalterliches Aufbausimulationsspiel. Ostrov ist noch, also das hier ist jetzt, ja, blöd gesagt, Cartoon-ähnlich gehalten. Das ist Ostrov jetzt nicht. Aber ich finde, Ostrov macht auch total viel Spaß. Das werde ich jetzt im Anschluss aufnehmen. Ich hoffe, da funktioniert auch alles. Nicht, dass ich euch jetzt hier was erzähle und dann hat die Aufnahme gar nicht funktioniert und es kommt doch nicht. Oder es kam doch nicht. Ich bin aber guter Dinge. Eigentlich sollte das gehen. Ich hatte ganz zu Beginn des Spiels hatte ich so einen Bug, der dann immer, wenn ein bestimmtes Gebäude gebaut wurde, hat sich das Spiel aufgehangen und man konnte nicht weiterspielen. Und ich denke mir so, ha, toll. Klasse. Komisch auf jeden Fall. Aber das sollten wir eigentlich geregelt haben. Also ich habe das da ja angepasst. Das sollte gehen. Das sollte auf jeden Fall gehen. Haben wir jetzt hier eigentlich mal. Stimmt, wir haben jetzt hier genug, dass wir die Arbeitsplätze auf jeden Fall voll haben. Das ist schon mal gut. Das würde ich sonst auch erstmal so lassen. Die Arbeitsplätze sind voll. Braucht man nicht unbedingt noch mehr Leute dahin schicken. Oh. Wieso? Was ist jetzt passiert? Es gibt kein Essen. Warum gibt's kein Essen? Ich habe 382 Bären. Und die sagen mir, es gibt kein Essen. Und ich habe 571 Mal Fisch. Und sie haben kein Essen. Gott, kann wohl nicht wahr sein. Die sind mir jetzt gerade ein bisschen zu unglücklich.
Ich lasse das jetzt weiterlaufen erstmal. Wir müssen hier die Bäckerei dringend fertig bekommen. So, da arbeiten auch zwei. Also, ja, weil Weizen haben wir jetzt auch eigentlich genug gehabt. Wie sah es mit Mehl aus? Ja, 195 mal Mehl. Also, das geht ja jetzt eigentlich wieder. Nur das Problem ist, dass die Leute uns gleich wieder alle wegrennen hier. Weil ich kein Essen habe. Das kann nicht sein. Wie sieht's aus? Hier, der macht das bestimmt nicht beim ersten Mal fertig. Das verstehe ich. Ja, das meine ich. Der hätte auch einfach, es ist alles da, er hätte einfach zu Ende kloppen können. Und dadurch verlieren wir jetzt Leute hier wahrscheinlich. Das ist nicht gut. Und nicht in Ordnung. Was baue ich hier eigentlich? Ach, nochmal einen Bauernhof. Genau, stimmt. Man kann ja auch mal was vergessen. So. Wie sieht denn das in die anderen Marktstände? Fertig? Verkaufe ich hier überall was? Nee, die bauen noch. Jagdhütte fertiggestellt. Ah, perfekt, stimmt. Die habe ich ja noch gemacht. Traumhaft, traumhaft, traumhaft. Ich hoffe, oh Gott. Es kommt ein neuer. Aber. Scheiße. Zu oft an Essen gemangelt. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße sagt man nicht, aber scheiße. Fick die Henne. Beförderung verfügbar. Ja, nee, Beförderung wollte ich jetzt erstmal auslassen. Ja, genug Beförderung wegtreten. Ich mache ein fettes Minus. Und ich weiß nicht warum. Kacke. Warum? Ich verstehe das nicht. Ich mache ein fettes Minus und wir haben kein Essen. Obwohl wir Essen haben und... Hä? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Vielleicht sind die einfach launisch. Ah, hier die Kirche ist fertig. Es ist jetzt auch nur das Essen. Kann doch nicht sein. Hier wird auch noch gebaut. Oh, könnt ihr jetzt diesen blöden Bäcker fertig bekommen? Ach, die Werkzeuge fehlen noch. Okay, die habe ich übersehen. Dass die noch fehlen. Ah, Scheiße. Wir machen... Alter, wir gehen jetzt fett ins Minus gleich. Aber warum? Warum gehen die nicht zum Markt und kaufen das? Das verstehe ich nicht. Ich meine, ich biete das doch an. Das verstehe ich gerade echt nicht. Wirklich nicht. Die könnten... Ich weiß jetzt auch nicht, warum jetzt dauernd neue Leute kommen, wenn alle unglücklich sind hier. Ich meine, die könnten ja theoretisch sie auch. Wie das mit diesen Mahlzeiten ist, verstehe ich auch nicht, weil ich kann die auch nirgends verkaufen. Die werden nur hergestellt und ich habe die. Hier, 36 Mahlzeiten. Ich weiß nicht, was ich mit denen mache. Keine Ahnung. Okay, ich würde sagen, blödes Ende für diese Folge, aber wir kriegen das hin, irgendwie, hoffe ich. Ich glaube, wir müssen einfach noch mehr Brot und mehr Käse machen. Das sollten wir in Angriff nehmen. Mehr Brot und mehr Käse auch verkaufen an den einzelnen Marktständen. Und dann sollte es hoffentlich funktionieren. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe es einfach. Wir kriegen das hin. Das wird nicht unser Ende sein. Ich bin guter Dinge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal mit dabei.
um zu sehen, ob wir sie wieder glücklich machen können, unsere Leute, oder nicht. Ich würde mich freuen und dann bis zum nächsten Mal.